Rund um das Thema Weiterberechnung von Auslagen und Kosten an Kunden gibt es regelmäßig Probleme in der Buchhaltung. Was da die Gefahren sind und wie du es richtig machst, das erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und in der Buchhaltung kann es immer mehr wieder vorkommen, dass du bestimmte Auslagen und Kosten an deine Kunden weiterberechnest. Und tatsächlich kommt es genau da ziemlich häufig zu Fehlern. Und welcher Fehler dann gemacht wird und wie du das idealerweise in Zukunft vermeidest, das schauen wir uns jetzt einmal im Detail an. Grundsätzlich kannst du natürlich verauslagte Kosten an deine Kunden weiterberechnen. Und du hast da im Wesentlichen drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass du Kosten ganz normal buchst, also zum Beispiel Bahntickets, Flugreisen, Hotelübernachtung und so weiter. Die buchst du ganz normal. Du trittst quasi als Rechnungsempfänger auf. Das heißt, du bekommst alle Rechnungen erstmal für dich. Und dann packst du diese Auslagen auf deine Rechnung drauf. Die zweite Möglichkeit ist, dass du die Auslagen, also zum Beispiel Reisekosten, ganz normal in deiner Kalkulation berücksichtigst und deine eigene Leistung einfach entsprechend höher machst. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für E-Commerce-Shops. Du musst nicht unbedingt Versandkosten erheben. Du kannst deine Produkte auch einfach ein bisschen teurer machen und so quasi das Geld für den Versand natürlich auch wieder reinholen. Die dritte Möglichkeit ist, dass du diese ganzen Auslagen, also Reisekosten und so weiter, gar nicht über deine Buchhaltung laufen lässt. Das heißt, wenn du zum Beispiel in einem Hotel übernachtest und der Kunde übernimmt die Kosten, dann gibst du im Hotel gleich schon den Namen und die Adresse deines Kunden an und nicht deine eigenen. Schauen wir uns diese drei Arten der Weiterberechnung mal im Detail an. Die erste Art ist ehrlicherweise die häufigste. Also du trittst auch als Kunde auf beim Hotel, bei der Fluggesellschaft und wo auch immer, bei der Deutschen Bahn. Das heißt, du buchst beispielsweise ein Bahnticket und ein Hotel. Und auf den Rechnungen steht jeweils dein Unternehmen. Du buchst diese Kosten ganz normal in deiner Buchhaltung ein und nimmst diese Positionen dann einfach auf deine Rechnung und lässt dir das Geld dann von deinem Kunden im Rahmen deiner Rechnung einfach überweisen. Da gilt ein ganz wichtiger Grundsatz, der in der Praxis leider ganz häufig vergessen wird. Und zwar gilt im Steuerrecht immer der Grundsatz, die Nebenleistung teilt das Schicksal der Hauptleistung. Das bedeutet ganz konkret, dass du den gleichen Umsatzsteuersatz verwenden musst wie deine Hauptleistung. Also wenn du beispielsweise für einen Beratungseinsatz irgendwo hinfährst und du rechnest für 3 Tage Beratung 6.000 Euro ab, du musst aber während dieser Zeit im Hotel übernachten, dann hat diese Hotelübernachtung den ermäßigten Steuersatz mit 7%. Das heißt, du bekommst die Rechnung vom Hotel, du buchst sie ganz normal bei dir ein und dann stellst du deinem Kunden eine Rechnung. Und zwar mit deinen 6.000 Euro Beratung und dann, Achtung, mit dem Nettobetrag der Hotelrechnung plus 19% Umsatzsteuer. Weil auf deine Beratung entfällt 19% Umsatzsteuer und weil das die Hauptleistung ist, teilt die Nebenleistung, also die Hotelübernachtung, das Schicksal mit der Hauptleistung, also der Beratung. Das heißt, du berechnest tatsächlich die Kosten für die Hotelübernachtung mit 19% weiter, auch wenn du 7% an das Hotel gezahlt hast. Warum? Weil du ja keine Hotelübernachtung an deinen Kunden quasi ausweist. Das sind die Nebenleistungen. Das ist quasi die notwendigen Nebenkosten, die du halt hast, weil sonst kannst du die Beratung bei den Kunden nicht ausüben. Und das wird relativ häufig falsch gemacht. Da wird zum Beispiel die Hotelrechnung auch einfach mit 7% weiter berechnet. Das ist leider falsch. Oder was genauso falsch ist, du nimmst den Bruttobetrag und schlägst dann nochmal Umsatzsteuer drauf. Warum? Wenn du einen Vorsteuerabzug hast, dann nimmst du dann natürlich den Nettobetrag. Sonst würdest du ja eine Art Gewinn mit der Hotelübernachtung machen. Und das ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Die zweite Möglichkeit ist eigentlich relativ simpel. Und zwar kalkulierst du deine Preise von vornherein so, dass die Spesen mit abgedeckt sind. Dann nimmst du halt nicht für einen Tagessatz für die Beratung 2.000 Euro, sondern 2.500 Euro. Und du weißt für dich, da ist halt die Hotelübernachtung, die Bahnfahrt und so weiter einfach inklusive. Das heißt, du berechnest gar keine tatsächlichen Kosten weiter. Das ist dann dein Vorteil, wenn du günstiger übernachtest oder günstiger reist. Du weißt aber für deine Kalkulation, das ist alles inklusive Spesen. Was du natürlich auch machen kannst, ist, dass du trotzdem deine normalen Preise nimmst, also 2.000 Euro Beratung pro Tag. Dann nimmst du aber eine Spesenpauschale beispielsweise und die nimmst du einfach pauschal. Also beispielsweise 3 Tage Beratung a 2.000 Euro sind 6.000 Euro plus Spesen 500 Euro und dann nimmst du einfach pauschal die 500 Euro. Auf diese Pauschale musst du natürlich auch die Steuer anwenden. Aber auch dann ist vollkommen egal, was du an tatsächlichen Kosten hast und musst eventuell auch nicht darüber kommunizieren, musst dir keine blöden Rückfragen gefallen lassen, warum du denn jetzt erste
statt zweite Klasse gefahren bist und so weiter. Das heißt, das ist relativ simpel. Du nimmst das einfach pauschal als Teil deiner Hauptleistung oder einfach als Auslagenpauschale. Die dritte Möglichkeit geht auch, ist allerdings häufig ein bisschen komplizierter. Du kannst auch hingehen und von vornherein vereinbaren mit deinem Kunden, dass er alle Kosten übernimmt. Und dann buchst du Bahnticket, Flugzeugticket, Hotelübernachtung und so weiter im Namen des Kunden. Das heißt, der Kunde zahlt das. Und dann muss auf den Rechnungen von der Fluggesellschaft, der Bahn, Hotel und so weiter halt auch schon der Name und die Adresse von deinem Kunden stehen. Und dann übernimmst du diese Rechnung einfach nur, reichst sie bei deinem Kunden ein und der zahlt das dann. Das funktioniert so nicht. Das heißt, die Zahlung kann auch über dich laufen. Das heißt, du hast so eine Art durchlaufenden Posten. Beispielsweise, du buchst für 500 Euro im Namen des Auftraggebers ein Hotel. Du hast dann aber keinen Vorsteuerabzug, weil dein Name und deine Adresse steht ja nicht auf der Rechnung des Hotels. Dann gibst du diese Rechnung aber 1:1 einfach an deinen Kunden und der überweist dir dann diese 500 Euro. Und dann hat dein Kunde den Vorsteuerabzug. Das heißt, ihr habt so eine Art Dreieck. Kann man machen, macht das Ganze aber ganz häufig unnötig kompliziert. Ich weiß aber, dass einige Auftraggeber das lieber haben, weil sie lieber die tatsächlichen Kosten irgendwie sehen. Schauen wir uns das Ganze am besten mal anhand eines Beispiels an. Und zwar schauen wir uns Szenario 1 an, weil Szenario 2 ist ehrlicherweise buchhalterisch ziemlich einfach und Szenario 3 ist ehrlicherweise ziemlich umständlich und deswegen kann ich dir nicht empfehlen, dass du deine Spesen so weiter berechnest, außer der Kunde besteht wirklich darauf. Das heißt, wir gehen davon aus, dass ich einen Beratungsumsatz irgendwo mache. Das heißt, ich habe 3 Beratungstage zu je 2000 Euro. Ich habe einen tollen Tagessatz. Und natürlich muss ich zum Kunden fliegen und da dann auch irgendwo übernachten. Und natürlich buche ich den Flug und die Hotelübernachtung und so weiter. Und zwar immer mit mir als Rechnungsempfänger. Und zwar einmal den Flug. 200 Euro plus 19% Umsatzsteuer. Also 200 Euro plus 38 Euro Umsatzsteuer ist ein Bruttobetrag von 238 Euro für meinen Flug. Und dann habe ich natürlich Hotelübernachtung. Und zwar im Wert von 400 Euro. Hotelübernachtungen unterliegen dem ermäßigten Steuersatz. Das heißt, auf diesen 400 Euro sind nur 7% Umsatzsteuer. Das sind dann 28 Euro. Das heißt, ein Bruttobetrag an das Hotel in Höhe von 428 Euro. In dem Hotel möchte ich allerdings auch frühstücken. Und da wird es kompliziert, denn das Frühstück hat einen Steuersatz von 19%. Das heißt, auf die 80 Euro, die ich fürs Frühstück in dem Hotel bezahle, muss ich 19% Umsatzsteuer an das Hotel zahlen. Das sind einmal 18 Euro plus 19% Umsatzsteuer, das sind 15,20 Euro, ist ein Bruttobetrag von 95,20 Euro für das Frühstück. An dem Zielort muss ich aber auch irgendwie von A nach B kommen, deswegen kaufe ich da ein Nahverkehrsticket, fahre mal Taxi und so weiter, insgesamt zu einem Betrag von 50 Euro netto plus Umsatzsteuer. Diese Beförderungsleistungen unterliegen dem ermäßigten Steuersatz und zwar 7%. Das heißt, auf die 50 Euro zahle ich 7% Umsatzsteuer. Das heißt, das sind 3,50 Euro und insgesamt ist ein Bruttobetrag von 53,50 Euro. Das insgesamt macht also für mich Kosten in Höhe von 730 Euro netto. Plus Umsatzsteuer in Höhe von 84,70 Euro ist ein Bruttobetrag, den ich erstmal zu leisten habe, von 814,70 Euro. Diese ganzen Kosten, die buche ich ganz normal als Reisekosten, Übernachtungskosten und so weiter in meiner Buchhaltung ein. Das heißt, das sind ganz normale Kosten und ich kann jeweils die Vorsteuer ziehen. Das heißt, ich habe 730 Euro erstmal gewinnmindernd als Betriebsausgabe und kann mir die 84,70 Euro Umsatzsteuer in meiner Umsatzsteuervoranmeldung vom Finanzamt wiederholen. Das sind dann erstmal die Kosten. Und dann schreibe ich irgendwann die Rechnung an meinen Kunden. Und da berechne ich natürlich einmal meinen Beratungsaufwand in Höhe von 3 Tage mal 2.000 Euro sind 6.000 Euro. Jetzt habe ich aber vereinbart, dass dieser Kunde auch alle Spesen übernimmt. Das heißt, der Kunde möchte mir das Ganze erstatten. Und die Ausgangslage jetzt für die Berechnung sind die 730 Euro. Für den Flug, die Hotelübernachtung, das Frühstück im Hotel und die Fahrkarte innerhalb von dem Zielort, also in München. Das heißt, jetzt nehme ich für meine Rechnung den Netto-Spesenbetrag, also 730 Euro, und schlage darauf den Umsatzsteuersatz, den ich auch verwendet habe für meine Hauptleistung, also meine Beratungsleistung. Auf meiner Beratungsleistung sind 19% Umsatzsteuer. Das heißt, ich nehme auf den gesamten Spesenbetrag 19%. Das heißt, ich rechne 730 Euro mal 19% sind 138,70 Euro. Das macht einen Bruttospesenbetrag für meinen Kunden in Höhe von 868,70 Euro. Das heißt, ich berechne viel mehr Umsatzsteuer, als ich eigentlich gezahlt habe, weil ich ja fürs Hotel und den Nahverkehr, die Fahrkarte, nur 7% gezahlt habe. Weil aber auf meiner Rechnung das eine Nebenleistung ist, muss mein Kunde mir 19% zahlen. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja, habe ich ja vielleicht Gewinn gemacht. Nee, habe ich nicht. Weil dieses Geld muss ich ja als vereinnahmte Umsatzsteuer im Rahmen meiner Umsatzsteuervoranmeldung auch wieder ans Finanzamt abführen. Da hat keiner irgendwie
Gewinn mit den Spesen gemacht. Du musst allerdings den hohen Steuersatz nehmen, weil sonst ist das falscher Umsatzsteuerausweis und dein Kunde hat unter Umständen Probleme mit dem Vorsteuerabzug aus deiner Rechnung. Und das möchtest du natürlich nicht. Besonders spannend wird das, wenn der Kunde nicht in Deutschland ist. Gehen wir mal davon aus, ich habe einen Beratungsumsatz in München, aber mein Kunde ist in Österreich. Und ich bin da halt irgendwie hin und her gependelt. Aber ich habe tatsächlich Kosten, aber die Rechnung, die stelle ich nicht an ein deutsches Unternehmen, sondern an ein österreichisches Unternehmen. Das heißt, wir haben ein internationales Geschäft. Dann ist das nämlich ein sogenannter Reverse Charge Umsatz. Der ist in Deutschland nicht steuerbar und ich stelle eine Rechnung ohne Umsatzsteuer. Was mache ich dann? Na, dann stelle ich auch die Spesen ohne Umsatzsteuer. Das heißt, dann habe ich ja auf den Flug Umsatzsteuer gezahlt, dann habe ich auf Hotel Umsatzsteuer gezahlt, dann habe ich natürlich auch auf das Frühstück Umsatzsteuer gezahlt und auch auf die Fahrkarte. Ich kann mir jeweils in meiner Buchhaltung die Vorsteuer geltend machen. Aber in meiner Rechnung teilen die Spesen immer noch das Schicksal der Hauptleistung. Und wenn die Hauptleistung ein Reverse-Charge-Umsatz ist und damit in Deutschland nicht steuerbar ist, gilt das auch für alle Spesen. Das heißt, dann schreibe ich auf meine Rechnung 6.000 Euro Beratungsleistung plus Spesen 730 Euro sind 6.730 Euro Reverse-Charge-Umsatz, 0% Umsatzsteuer. Wir merken uns also, wir rechnen immer mit dem Nettobetrag und wenden ganz konsequent den Grundsatz an, die Nebenleistung teilt das Schicksal der Hauptleistung. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und du weißt jetzt, wie du in Zukunft deine Spesen an deine Kunden weiterberechnest. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns auch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Wenn du gerne in deiner Selbstständigkeit einen Steuerberater an deiner Seite hättest, der dir deine Buchhaltung macht, deine Steuererklärung macht und so weiter, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige. Und wie wir dir weiterhelfen können, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Du kannst aber natürlich auch erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen, um uns so ein bisschen besser kennenzulernen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.